Seid ihr da? Ja, kein Wunder. An eurer Stelle wäre ich jetzt auch nicht zu Hause, ne? Was die mir verheimlicht haben, mein ganzes Leben lang. Das gibt's doch überhaupt nicht. Das verändert alles. Boah, das ist so verrückt. Das gibt's doch überhaupt nicht. Ich weiß gar nicht so richtig. Ich glaube, ich rufe nochmal Susi an. Ich muss das jetzt mit ihr nochmal besprechen. Hey, Susi. Ja, hast du mittlerweile mal rausgefunden, wie sie heißt? Okay. Aha. Ich finde das so, so komisch. Das haben sich heute alle gefragt. Janis ist sogar hingegangen und hat sie gefragt, ob ich meine Haare gefärbt hätte. Nein! Das ist doch der beste Beweis dafür. Das ist doch vollkommen sonnenklar, dass ich eine Schwester habe, von der ich bis heute einfach nichts wusste. Die heißt doch sogar wie ich. Ja, das haben sich alle gefragt. Keine Ahnung. Ich muss meine Eltern einmal zur Rede stellen. Okay. Ja, mach's erstmal gut. Ciao. Ja, super. Was machen wir jetzt? Wie sollen wir das der Selina erklären? Ja, keine Ahnung, wie ihr das erklären wollen. Ich meine, das Thema ist... Ganz ehrlich, wir hätten uns darum einfach früher kümmern müssen. Ja, wir hätten ihr es auch vielleicht gleich sagen sollen und nicht immer alles... Ja, aber wir haben ja drauf gewartet und vielleicht drauf gehofft, dass sie es nicht merkt oder so, aber... Super, sie ist auch schon da. Ne? Deswegen, wir tun jetzt erstmal so, als wäre nichts, okay? Ja, und sie wird bestimmt gleich Oma erzählen. Ja. Selina, du bist schon da, ich würde direkt kochen. Ist alles okay? Warum ziehst du so ein Gesicht? Ist irgendwas? Nö, Mama, mir geht's prächtig. Gar nichts, überhaupt nichts. Aber gibt's eigentlich irgendwas, das du mir erzählen willst? Vielleicht schon länger? Oh, toll. Also ich hab dir nichts zu erzählen. Vielleicht dein Vater. Selina, Spaghetti würde ich machen mit Pesto, dein Lieblingsessen. Oder ist er dein Lieblingsessen? Ich würde dann direkt kochen. Das war ja jetzt wieder klar. Jetzt versucht sie sich auch noch einzuschleimen bei mir. Aber gut, Nudeln mit Pesto sind ja sowieso eine positive Sache. Ich lasse die beiden jetzt erstmal ein bisschen zappeln. Die müssen mir das eigentlich sagen. Die sind doch erwachsen. Das kann doch nicht sein, dass ich selbst rausfinden muss, dass ich eine Schwester habe. Wir haben ein Problem. Wir haben ein Riesenproblem. Ich versuche, einen Kamillentee zu trinken. Und du sagst wieder, wir haben ein riesengroßes Problem. Welches größeres Problem könnten wir denn haben als... Du weißt schon was. Ja, das erste Problem ist, dass du deinen Kamillentee immer noch nicht ordentlich trinkst. Doch, das zweite... Nur so kann man Kamillentee trinken. Sie weiß es. Was, sie weiß es? Selina weiß es. Weißt du, wie ich bin gerade rein und dann meinte sie, hast du mir nicht irgendetwas zu sagen? Ich habe jetzt gesagt, sie soll dich Woher fragen. Weiß sie das denn jetzt und genau heute wieder? Ja, keine Ahnung, vielleicht durch die Schule oder so. Woher soll sie... Stopp. Schule? Woher soll die das in der Schule denn wissen? Ich meine, hat sie jemanden in der Klasse? Nein, aber du kennst ja Janis Mama und vielleicht hast du irgendwas erzählt und hast dich wieder verplappert auf der Arbeit oder so. Ich weiß es nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich ihr das erzählt habe. Ich weiß es nicht. Ja, weil du immer mit jedem reden musst. Ja, aber meinst du, sie weiß es jetzt wirklich? Also, hast du das Gefühl dafür? Ich habe auf jeden Fall, ich habe keine Lust auf dieses Theater. Und du weißt, wie sie momentan drauf ist. Ja, das können wir gerade gar nicht gebrauchen. Das können wir gerade gar nicht gebrauchen. Ich meine, das wäre eine richtige Familienkrise, sage ich dir. Ja, mehr als das. Was machen wir jetzt? Ja, du machst jetzt erstmal das Essen. Lieblingsessen von Selina. Weißt du wahrscheinlich schon. Ja, ich habe sie schon gefragt. Ja, okay. Und ich werde jetzt einfach kurz mit ihr reden und versuchen rauszuhören, ob sie es jetzt wirklich weiß oder nicht. Ja, aber ich verplapper dich nicht. Nein, ich werde nichts sagen. Keine Sorge. Ich verplapper mich nie. Du bist die, die sich immer verplappert. Ja, irgendwoher muss ich es ja wissen. Oh Mann, was mache ich jetzt? Ich habe jetzt echt keine Nerven dafür, wenn sie das rausfindet. Ja? Hallo, Selina. Ich habe mir gerade einen tollen Kamillentee gemacht und ich dachte... Ich unterhalte mich mal kurz mit dir, weil du weißt, wenn ich meinen Kamillentee habe, dann rede ich auch ganz viel. Darf ich mich setzen? Ja. Ach, Selina, erzähl mein Mäuschen. Erzähl du doch. Also, wie war es denn in der Schule? Hat sich das mit der Klassenfahrt jetzt schon geklärt? Also, was Neues in Erfahrung bringen? Nee, also sie hat noch nichts zu mir gesagt. Auch vom Elternsprechtag hatte sie irgendwie nichts mehr. Generell hat sie gar nicht mit mir gesprochen. Aber habt ihr mir irgendwie was zu erzählen vielleicht? Nein, also was sollte ich dir denn erzählen? Außer, dass wir sehr, sehr stolz momentan auf dich sind. Also, du machst das wirklich sehr, sehr gut in der Schule. Aber sicher, weil... Was sollte ich denn wissen? Naja, also du bist vielleicht aus der Schule gekommen. Also. Ja, da war was in der Schule und naja, also... Wie soll ich sagen? Janis ist was aufgefallen. Ja, ihm ist was aufgefallen. Mhm. Kannst du mir auch sagen, was? Ja, Janis ist was... Überleg mal, Papa.
Selina, ich weiß es echt nicht, also... Bist du sicher, dass du das nicht weißt? Papa, Mama meinte, du musst es wissen. Ach so, ach, deine Mama hat das gesagt. Also, vielleicht weiß es ja deine Mama. Also, ich habe keine Ahnung. Ich meine, wann war ich das letzte Mal bei dir in der Schule zum Elternsprechtag? Aber mit Jannis, also klar, Jannis Mutter ist bei mir auf der Arbeit, aber... Selina, ich kann dir dazu jetzt nichts sagen. Ich weiß jetzt nicht, was Jannis weiß. Ich weiß jetzt nicht, was Jannis Mutter weiß, aber ich... weiß nichts. Wir sehen uns dann gleich beim Essen, okay? Mhm. Ich decke den Tisch. Du musst gar nichts machen. Sie weiß es. Sie weiß es, sie weiß es, sie weiß es! Wie? Ich sag dir, wie es ist, sie weiß es. Ich war gerade kurz bei ihr im Zimmer, wollte kurz mit ihr über die Schule sprechen, ob sie da vielleicht was gehört hat. Und oh, dann, du sollst das doch nicht anteasern. Nein, ich habe einfach nur gefragt, ob in der Schule alles okay ist. Und dann meinte sie zu mir, ob ich ihr was erzählen möchte, weil Jannis weiß es sogar. Es tut mir leid, aber ja, anscheinend habe ich mich verplappert. Ja, das war mir so klar, weil du nie den Mund halten kannst. Ja, aber was machen wir jetzt? Ich wusste auch nicht, dass das die Mutter direkt Jannis sagt. Also, sie kann auch mal was für sich behalten, aber glaub mir, in Zukunft werde ich ihr nichts mehr erzählen. Ja, ich sag dir das immer wieder, du sollst nicht immer alles erzählen. Jetzt, wir müssen mit ihr reden. Ich habe jetzt das Essen erstmal gekocht, vielleicht. Ja, aber es tut mir leid, Liebling, wir müssen mit ihr reden, weil das ist eine echte Familienkrise. Ich meine, was, wenn sie dann auf einmal... So schlimm wird es schon nicht. Aber was, wenn sie nicht mehr mit uns zusammenwohnen möchte deswegen? Ach, Quatsch, also, sie ist unsere Tochter und... Ja, aber trotzdem, also für mich war das schon so ein Grund zu sagen, ey, also dann ziehe ich halt aus. Ja, aber du bist ja auch ein bisschen anders. Gut, sie kommt nach dir, aber... Können wir jetzt bitte mit ihr reden? Wir müssen das klären. Ja. Selina! Mhm. Ich warte schon. Habt ihr mir irgendwas zu erzählen? Ja, vielleicht. Also, wir haben da so ein Gefühl und... Also, Selina, dein Vater möchte dir was erzählen. Ja. Dein Ernst? Ja. Selina, Folgendes. Also, ich hatte das Gefühl, dass unser Gespräch eben noch nicht so ganz zu Ende war, vom Gefühl her. Und du hattest ja was auch mit Jannis erzählt und... Boah, ey, kannst du jetzt mal... Nee, jetzt reiß dich mal am Riemen, Papa. Jetzt erzähl doch mal. Selina, nicht in dem Ton. Selina, es wäre mir wichtig, was hat Jannis dir denn erzählt? Ja, das wisst ihr ganz genau. Das kann doch überhaupt nicht sein, dass ich sowas über Jannis rausfinden muss, beziehungsweise dass ich es in der Schule rausfinden muss. Das geht gar nicht. Das ist essentiell, das ist wichtig. Ja, aber Selina, jetzt übertreib doch nicht. Ich meine, wegen den paar Wochen. Übertreib doch nicht. Hast du gerade gesagt, ich soll doch nicht übertreiben? Aber Selina, es sind nur ein paar Wochen. Ein paar Wochen? Ihr geht's um Jahre! Jahre? Was für Jahre? Ja, keine Ahnung. Wahrscheinlich 15 oder 12. Wir reden ja über das Gleiche gerade, Selina. Ja, wir waren jetzt 12, 13 Jahre in dieser Wohnung. Ist okay, aber so schlimm war das jetzt hier auch nicht. Tina, über was reden wir hier gerade? Es geht um meine Schwester, die ich gefunden habe. Was? Also Selina, das wusste ich. Stopp. Bin ich gerade hier im richtigen Film? Über deine Schwester? Ja, hast du mir was zu erzählen? Also ich weiß von nix. Also Selina. Was wollt ihr mir denn erzählen? Stopp. Wir, also Selina, wir können dir kurz erzählen, worum es bei uns geht. Es geht darum, dass deine Möbel für die neue Wohnung ein paar Wochen später ankommen. Und wir haben heute die Mail dafür, oder gestern die Mail bekommen. Und ich habe es Jannis Mutter auch erzählt. Und ich dachte, darum geht es. Ja, und bei dir geht es um deine Schwester? Was für eine Schwester? Ja, meine Schwester. Es ist eine neue in die Klasse gekommen und die sieht aus wie... Selina, ja. Du hast keine Schwester. Du bist ein Einzelkind. Guck dir das mal bitte an. Sie sieht dir wirklich ähnlich, aber ja. Selina, so ein Schwachsinn. Ich wie eine Zwillingsschwester. Selina, du bist ein Einzelkind. Und trotzdem, wie kommst du jetzt, okay, hast du noch nie eine Person gesehen, die dir jetzt vielleicht ein bisschen ähnlich sieht? Wenn es nur das wäre. Sie heißt auch noch Zufall mit Nachnamen. Okay, das ist auch ein Zufall. Mhm. Ja, aber trotzdem, Selina, also bist du denn jetzt total verrückt geworden? Selina, weißt du, wie viele den gleichen Nachnamen haben oder wie viele sich ähnlich sehen? Schau doch, dein Vater Hallo, sieht Hallo, wir reden gerade mit dir. Hallo. Ah. Sonja. Okay. Ja, ich fand's auch lustig. Ich fand's auch echt lustig heute. Ah! Okay. Aus Berlin, ja. Okay. Ja, klar, gerne. Komm gerne mit deinen Eltern mal zu Besuch. Auf jeden Fall. Ich glaube, meine Eltern freuen sich auch. Okay. Ciao. Selina, war das jetzt diese Zufall, Sonja? Ja, sie heißt Sonja Zufall. Ja. Und was hat sie dir erzählt?
Sie ist aus Berlin hierher gezogen. Ja. Vielleicht sind wir doch nicht verwandt. Ja, Selina. Tja, das hätten wir dir auch sagen können. Aber wir kommen mit ihren Eltern hier vorbei. Aber Selina, glaubst du das wirklich, dass wir noch ein Kind haben und dir das jahrelang nicht... Ja, also, ihr müsst aber jetzt echt zugeben, dass es schon wirklich aussieht wie... Ja, okay, ja. Und das auch mit dem Nachnamen und so. Aber trotzdem, Selina, würdest du uns sowas zutrauen? Janis hat heute gedacht, dass ich das... Ja, und das ist nicht mein Problem oder unser Problem, weißt das ist Janis Problem. Ich dachte, dass dein Vater irgendwie, keine Ahnung, früher dachte ich auch erst Brad Pitt und... Das ist mir jetzt auch relativ neu. Selina, also... Ja, aber ihr müsst schon zugeben. Also wenn man hier so eins und eins zusammen... Ja, dann kommt ganz bestimmt nicht das dabei raus. Ja, also es tut mir leid, Selina. Du bist doch ein bisschen klug, bist du doch schon. Ja, aber nein, ihr müsst schon zugeben. Ja, die ganze Schule hat mir das erzählt. Ja, aber da sind wir bei einem wichtigen Punkt. Nur weil es die ganze Schule erzählt, musst du das auch nicht direkt glauben. Ja, ich meine, schon. Für die Schule und für deine Freunde ist das doch eigentlich ein gefundenes Fresschen, oder? Also ja. In der Schule ist das dann Thema Nummer eins. Guck mal, sind wahrscheinlich verwandt und sowas. Also ja, bitte. Ja, ist es ja auch. Aber können wir jetzt nochmal auf das andere Thema zu sprechen kommen? Ach so, ja. Ja. Meine Möbel. Also folgendes. Du weißt ja, wir ziehen in 2 Wochen jetzt um. Ja. Und wir haben einfach das Problem, dass alle Möbel fast schon da sind. Bis außer auf meine? Deine, ja. Warum? Ja, es war nicht meine Schuld, deine Mutter hat die bestellt. Warum ist das das so? Stimmt, ja, es ist Lieferverzug. Deine Couch kommt nicht und dein Schreibtisch und dein Kleiderschrank. Und wo soll ich dann schlafen und wo sollen meine Klamotten hin und wo soll ich meine Hausaufgaben machen? Macht ihr dann meine Hausaufgaben die ganze Zeit? Ich glaube, das ist eine ganz gute Variante. Ihr macht einfach meine Hausaufgaben. Warum Selina, wir nehmen erstmal dein altes Zimmer mit. Als ob ich so unwichtig wäre für euch. Ja, genau. Weißt du warum? Weil wir das Zimmer für deine andere Schwester geholt haben. Verstehst du? Das wünschte ich mir jetzt gerade. Selina, kannst du mal aufhören, so anstrengend zu sein? Könnt ihr mal aufhören, eure... Selina, du kannst eigentlich dich... Selina! Das ist ein schönes... Guck mal, du kriegst ein nagelneues Zimmer. Viele würden sich das wünschen. Du nimmst dein altes Zimmer erstmal mit und schläfst halt auf der Couch erstmal. Okay, es ist auch nicht ganz so schlimm wie eine verschollene Schwester, glaube ich. Ja, das glaube ich auch. Und also... Bevor du das nächste Mal vielleicht dieses Thema angreifst und sagst, ja, ich habe eine Schwester oder so. Ne? Ich hoffe, ich komme nicht nochmal auf Ja, dann solltest du aber vorher auch mit uns reden darüber, okay? Und das mit dem Zimmer, das kriegen und wir hin. Und ihr solltet vielleicht auch mit mir drüber reden, wenn meine Sachen näher. Jetzt ist mal gut, also... So, ich muss das Essen machen. Ja, also das war jetzt schon ein richtig komischer Zufall, oder? Gibt's bei euch an der Schule auch so Themen, die plötzlich sofort die Runde machen und dann wissen es auf einmal alle?